Einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Carlos Martin. Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Raum. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Trade vor. Wir sehen auf der rechten Seite den DAX Chart. Wir haben den DAX heute um 8 Uhr eröffnet mit einem Gap von sage und schreibe 55 Punkten. Wir haben 14.800, das ist die sogenannte psychologische Big Number, so nennen wir sie. Und die ist relativ dichter dran, die 14.8 als die 14.7. Insofern wird das die erste Box sein, die erste Falle. Bei 14.807 würden wir long gehen, bei 14.792 würden wir short gehen, mit einem Risiko von 0,08. Das würde bedeuten, wir können bis zum 10. Trade, respektive 11. Trade, wenn alles nach Plan läuft und wenn wir kein Slippage bekommen, das ist auch der Hinweis, können wir das durchziehen, also auf jeden Fall bis zum 10. Dadurch, dass wir mit Slippage vor 2 Wochen bei diesen volatilen Phasen, bei der Anfang auch beim Krieg in der Ukraine sehr volatil war, haben wir uns entschieden, hier einen maximalen Verlust für das Worst-Case-Szenario, den schlimmsten Fall der Fälle, einzugehen und haben einen maximalen Stop-Loss drin. Ansonsten sehen wir, das wären die Möglichkeiten, bis der Markt uns ausstoppt. Ich aktiviere das Ganze jetzt mal. 14.807 und 14.792. Wir blicken einmal, wie jeden Morgen, einmal kurz in die Vergangenheit und schauen mal, wie gestern die Blue Boxen, das sind die blauen Boxen, die blauen Fallen, gelaufen sind. Ja, wir sehen hier in der Abendstunde eine 12er Box, 23er Box. Ja, wir sehen, die Boxen werden jetzt wieder ein bisschen kleiner, aber nicht in der Vormittagssession. Das war die Felder, die wir gestern getradet haben, alle sehr, sehr erfolgreich. Gucken wir mal, wie es denn heute läuft. Blue Box haben wir aktuell heute keine, die wir traden. Kommen wir auf den linken Bildrand. Die nächste Box sind die grünen, die erst ab 9 Uhr im Chart erscheinen. Ab 9 Uhr kommen diese grünen Boxen, das sind die sogenannten Vola-Boxen. Und hier schauen wir auch einmal, wo ist der Forecast? 14.751. Also, wir sind aktuell bei 14.760. Das bedeutet, zum Markteröffnung könnte es, wenn es so bleibt, direkt eine Vola-Box reinkommen. Also 14.751 zu 14.736. Die werden aber erst um 9 Uhr erscheinen. Was wir jetzt machen als Vorbereitung, wie jeden Morgen, ist einmal unsere Take-Profit-Linien einzeichnen. Wir gehen, wenn der Markt in unsere Richtung läuft, dann versuchen wir, diesen Trade bis erstmal zu dieser grünen Zone. Das ist die 50er. Und wir haben hier das Gap heute. Das passt eigentlich ganz gut. Wenn er oben rausläuft, dann haben wir die nächste Zone Big Number. Und nach unten, meine Damen und Herren, haben wir einmal wieder auch hier die psychologische Marke von 50. Hier, wo der Markt jetzt auch aktuell sich befindet. Wenn es darunter geht, unter 50, dann haben wir die 14.700 hier vor der Brust. Das sind erstmal so die Zielmarken. Dazu kommen die Vola-Boxen noch. Okay, gehen wir einmal in unseren morgendlichen Wetterbericht. Wie sehen die Märkte insgesamt aus? Und fangen an bei Bitcoin. Hierzu nutzen wir das Template Vorlage Zickzack-Linie. Gehen auf den Tageschart und schauen, ob die Kurse oberhalb des gleitenden Durchschnittes sind. Also wir sehen es hier, oberhalb des Durchschnitts. Und deswegen sagen wir im Schnelldurchlauf Long oder Short. Wenn wir mehr Long sind, haben wir so ein bisschen die Tendenz von der Richtung. Und Daily sind wir Long im Bitcoin. 4 Stunden ist der Kurs da drüber. Stunde ist er da drüber. 30 Minuten ist er da drunter. 15 da drüber, 5 auch. Das heißt hier von der Checkliste mehr Long als Short. Das heißt, der Markt ist hier gefestigt
immer noch auf der Oberseite aktuell long. Kommen wir zum ersten Indiz, zu dem Dow Jones. Dow Jones Daily Long, also auf Tagesbasis, ist der Kurs oberhalb des Durchschnittes. 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long, also auf 15 Minuten und 5 Minuten auch Long. Also ist alles, zeigt nach oben. Der nächste Markt ist der S&P 500 Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Technologiebörse Nasdaq, die Technologiebereiche. Auch hier sehen wir im Daily, der Markt ist Long. 4 Stunden Long, Stunde Long, 30, 15 und 5 ist der Short. Also da sind wir eher Long. Kommen wir zu Öl. Öl Daily Long. 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Kommen wir zu Gold. Daily Long, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Long, 15 Long und 5 auch. Und hier 5 Short, hier ein bisschen unentschieden. Und kommen wir zum Good Old German DAX. DAX 40, Daily Short, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten Short. Ja, und wir sehen hier im Chart, wenn wir beim DAX bleiben, hier haben wir eine Unterstützungszone 14.724. Hier hat er mehrmals angesetzt. So, und wenn wir das signifikante Tief jetzt mal nehmen, wo befinden wir uns? Ja, wir haben einmal auf den Tageschart das Tief und ganz weit unten das Corona-Tief. Und wenn wir das Corona-Tief nehmen mit dem High, dann sehen wir, wir haben 38er Retracement, 50er angetradet. Ja, wenn wir das Tief hier nehmen, am 4.11., wo er nochmal einen Peak genommen hat, dann sehen wir 61, 78 oder 76 hat er aufgesetzt und hat gedreht. Ja. Und jetzt kann man die letzte Stufe nehmen und das Ganze umgedreht sehen. Einmal links, hier haben wir das Hoch im DAX mit dem Tief. Und hier sehen wir an dieser Marke, befinden wir uns 61,8 Retracement, das ist der Punkt, wo der Markt hier entweder rüberkommt oder dann wieder nach unten läuft. So, 61,8 ist mit dem Fibonacci-Zahlen der Bauchnabel zwischen Long und Short, Bauchnabel, Oberkörper, Unterkörper. Über 61,8 sagt die Theorie, dass der Markt dann, wenn er das signifikant drüber schließt, dass der Markt dann wieder in seine alten Sphären läuft. Ja, also da befinden wir uns jetzt von der Korrektur vom DAX, die mittlerweile 3.900 Punkte war. Diese 3.900 Punkte Luft ablassen im Markt, haben wir jetzt eine Gegenbewegung von 61,8 und hier entscheidet sich das, ob der Markt nach oben läuft. Beim 61,8 ist auch das Entscheidende, wir haben das diese Make-or-Break-Marke, die der Markt seit Monaten ja immer schon wieder sagt, die 14.800er-Marke, die liegt auch dort. Also das ist hier die Entscheidung, vielleicht im DAX kommen wir rüber oder gehen wir hier nochmal eine Etage tiefer. Das war heute mal so ein bisschen ausführlicher. Wir haben Gäste heute im Live-Trading-Raum und wir wollen uns natürlich von unserer besten Seite zeigen. Gut, MTX war heute Morgen direkt um 8 Uhr ein Trade. Wer ihn gemacht hat, mit Box oder ohne Box, der ist im Gewinn. Und auch hier achten wir heute drauf, wenn es zu einem Long-Trade kommt. Und es sieht ja bei den amerikanischen Werten Indizes eher long aus, dass der DAX vielleicht hier auch nochmal dreht. Ja,
Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Wir sehen hier mit den 15er Boxen, die wir traden aktuell. Genau, mal löschen. Am besten mal reinholen. So. Da sehen wir, und das wird auch ein Thema heute Abend sein in der Schulung. Das ist die Box, Trade Nummer 1 und im Trade Nummer 2. Und vielleicht mache ich das mal in einer anderen Farbe. Jäger Grün. Dann sehen wir hier, das wäre das TP, 15 Punkte, 1 und im zweiten Trade ist das Ding in den Gewinn gelaufen. Genauso den Short Trade. Hier würden wir Short gehen und hier sind wir dann schon aus dem Trade draußen und hier sehen wir 1, 2 und beim dritten Mal raus. Das sind sehr, sehr gute Signale. Wir haben das gestern hier auch getradet. Ja, also da haben wir eine gute neue Box für mich zumindest. Das heißt, wir haben drei Boxen, die wir aktuell, vier Boxen, die wir traden. MTX zusätzlich und Vola Boxen, Blue Boxen und Big Number. Also haben wir genug zu tun am Vormittag und wünsche also gutes Gelingen. Zum Abschluss noch einmal auf die Newslage. Was kommt heute an Wirtschaftsnachrichten rein? Dazu blicken wir einmal auf unseren Wirtschaftskalender. So, Wirtschaftskalender sehen wir hier. Heute ist der 30. So, Mittwoch der 30. In Japan waren schon Werte da, 9 Uhr. So, EZB. Lagarde spricht, Madame Lagarde, um 10 Uhr rot. Das heißt, das könnte ein bisschen wackeliger werden. Dann haben wir 14:15 Uhr Konjunkturzahlen. Rohöl um 16:30 Uhr mit rot. Ja, Donnerstag. Und Freitag dann die Non-Farm Payrolls, die Erstanträge auf Arbeitslosen. Das wird also dort Arbeitsmarktzahlen wichtig sein. Uhr, wir sehen es hier. Das heißt, wir nehmen jetzt erstmal die Big Number 14:08 raus, gehen auf 14:07. Juliane, guten Morgen. Claudia, guten Morgen. Günther, guten Morgen. Alfons, good morning. Jürgen, guten Morgen. Hubert, guten Morgen. Martin. Mike, guten Morgen. Lothar, guten Morgen. Alexander, guten Morgen. Jürgen, guten Morgen. Shi. Fünf, vier, drei, zwei und die Börsenglocke.
So, wir sehen die Kurse, die erste Minute und wir haben die 14,751 zu 14,736 als Volabox. Noch sind wir nicht dabei. 14,7 ist aktiviert. Die obere Box jetzt, die wir hier oben haben, die würde ich als Hedge-Auflösung nehmen, wenn der Kurs hochläuft. Wir sehen jetzt 14,707 zu 14,692. Das ist die Big Number auf der rechten Seite. Der Kurs, wenn der Kurs reinläuft, übernimmt das Tool die komplette Arbeit. Ich muss jetzt nichts tun. Ja, außer zu moderieren. 14,705 liegt die Falle hier unten auf dem rechten Bildrand. Gucken, ob er reinläuft. Und wir sehen, er berührt sie. Er muss noch reinlaufen, dann geht das Tool hier an. Noch sind wir nicht im Markt. Ihr seht, er läuft jetzt wieder hoch. Er hat uns noch nicht mitgenommen. 1,5 Punkte muss der Kurs dort reinlaufen, dann wird es aktiviert. So, jetzt ist die Falle scharf geschalten und jetzt kommt der DAX. Ich mache das Bild mal ein bisschen größer. Hier, jetzt kommt der DAX nicht mehr hier raus aus dieser Zone, ohne dass wir mit dabei sind. Wenn er oben raus möchte, 14,707 sind wir dabei, wenn er unten raus möchte, 14,692. Ja, und das Ganze mit einem Gewinnziel in Punkten erstmal von 15 Punkte. Eine Besonderheit hier bei diesem Trade ist, wenn der Markt wie jetzt oben rausgeht, dann sehen wir auf dem rechten Bildrand Trade Nummer 1. Das heißt, wir sind jetzt long und es wird jetzt auf der gegenüberliegenden Seite multipliziert. Short. Der Faktor 3 mit der dreifachen Kontraktgröße. Das heißt, wenn der Markt jetzt runterläuft, begleiten wir den Markt auf seinem Weg nach unten. Ja. Und dann gehen wir auch auf angepasst. Immer ab dem zweiten Mal, also wenn er 1, 2 diese Schwankung macht, gehe ich dann auf ein etwas größeres Gewinnziel. Schauen wir mal, was der Markt vorhat. Jetzt sind wir raus. Und dazu gibt es immer dieses Hafengeräusch. Und ich verabschiede mich jetzt erstmal von den YouTubern für unser Video, unser Videotagebuch. Es ist aktuell der tausendste Handelstag, 1088 mittlerweile, von unser Videotagebuch auf YouTube. Man kann also 1088 Tage verfolgen, den sogenannten Eröffnungstrade auf unserem YouTube-Kanal. Ja, für den einen ist das Langeweile, aber für uns ist es wichtig, auch die Entwicklung zu zeigen, was in 1088 Tagen, ja, der erste Trade hier mit Box Trading, mit dieser Strategie, was wir für eine Entwicklung gemacht haben. Das ist das größte, ja, ein Fundus an Backtest live mit Echtgeldkonto, was man hier hat, was man auch sehen kann. Nicht nur, dass ich von 2016 jetzt bis jetzt, wie ich gealtert bin, ja, wie sich auch die Software entwickelt haben. Wir zeichnen also jeden Tag diesen Trade auf, den ersten Trade am Morgen, ja. Und deswegen verabschiede ich mich jetzt erstmal von den YouTubern. Wir machen im Live-Trading-Raum weiter und wir sind jetzt auch schon wieder long dabei. Also, ich verabschiede mich erstmal. Nach dem Traden ist vor dem Traden. Wie ihr wisst, bin ich sehr kaffeedurstig, aber ich habe einen Auftrag. Der Regisseur sagt, ich